Ich möchte mich bei allen Leihgebern bedanken, die dieses wichtige Projekt unterstützt haben. Und nun Sie, sehr verehrter Herr Botschafter, bitten, Ihr Wort an uns zu richten und mich bei Ihnen allen nochmals dafür zu bedanken, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind. Ich bin der Botschafter von Spanien hier in Berlin. Ich heiße Pablo und ich komme aus Malaga. So ist es kein Zufall, dass ich an dieser Eröffnung teilnehmen dürfe. Es ist mir eine große Freude, Sie zu der heutigen Eröffnung der Ausstellung Pablo Picasso, Frauen, Stiere, alte Meister begrüßen zu dürfen. Der Spanier Pablo Picasso ist ein europäischer Künstler. Er ist ein Eckstein unserer gemeinsamen zeitgenössischen europäischen Kunst- und Kulturgeschichte. Kann man gar nicht genug über seine Arbeit, seine Sicht der Dinge, aber auch über sein Engagement in schwierigen politischen Zeiten erzählen und erfahren. Meine Damen und Herren, ich freue mich daher sehr, dass das Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin diese zweite Halbzeit des Jahres 2013 Picasso widmet. Das Festival Plataforma Berlin 2013 findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Aufführungsorte sind das Instituto Cervantes Berlin, dem wir sehr dankbar für die Zusammenarbeit sind, heute Abend mit der Direktorin hier auch dabei. Ganz lieben Dank. Das Atelier des Malers muss ein Laboratorium sein, so der Künstler. Man äfft dort die Realität nicht nach, man erfindet sie. Die Malerei ist ein Jeu d'esprit. Das war es, geht von dir.